Am 23. Februar haben Vertreter der Tourismusbranche aus ganz Norddeutschland in den Räumen der IHK zu Rostock über aktuelle Herausforderungen des Tourismus diskutiert. Das Grußwort hielt Hagen Reinhold, Vizepräsident der IHK zu Rostock. Ich glaube, die wichtigste Herausforderung zurzeit ist tatsächlich der Personalmangel. Wir sehen, dass wir bei den Übernachtungszahlen auf das Niveau von vor der Corona-Krise zurückkehren. Aber was fehlt, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hamburg hat beispielsweise gerade seine Zahlen veröffentlicht. Wir sind mit den Übernachtungszahlen 14,7 Millionen im Vorkrisenniveau angekommen. Und trotzdem fehlen allein in Hamburg 8.000 Leute. Dann kann man sich hochrechnen, wie viel in allen Bundesländern fehlen. Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Der Fachkräftemangel macht zunehmend der Branche zu schaffen. Allein in Mecklenburg-Vorpommern werden nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer zu Rostock pro Jahr branchenübergreifend bis zu 8.000 zusätzliche Fachkräfte gebraucht. 140 Branchenexperten haben unter anderem auf Podiumsdiskussionen versucht, Lösungen zu finden. Wir müssen natürlich Schiffe global besetzen. Wir sind sehr froh, dass alle Schiffe, sage ich mal, sehr gut ausgestattet sind mit Personal. Wieder alle Schiffe fahren. Das ist aber nicht selbstverständlich. Und an unserem Standort hier in Rostock müssen wir es einfach schaffen, genügend Talente zu finden, die Lust haben, mit uns den Weg weiterzugehen. Und wir müssen einfach sehr, sehr attraktiv und sexy für die nachwachsende Generation sein. Einig waren sich die Diskutierenden auch, dass ausländische Fachkräfte besser integriert werden müssten. Die Hürden dafür seien noch viel zu hoch. Ein großes Problem sei auch, dass mehr und besser Wohnraum für die Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden muss. Der Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes, Jochen Schulte, betonte, dass vor allem die 40-Stunden-Woche beibehalten werden sollte. Er wies auch darauf hin, dass das Land dabei ist, eine Fachkräftestrategie zu entwerfen. Wir haben ja mit der Wirtschaft verschiedene Workshops, Arbeitsgruppen gemacht. Wir haben im Moment noch ein Gutachten beauftragt, das soll im Sommer vorliegen. Und ich gehe davon aus, mal abgesehen davon, dass wir bestimmte Dinge, die wir schon als Ergebnisse jetzt schon gesehen haben, auch schon dabei sind umzusetzen. Ich gehe davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr dann tatsächlich auch allen Beteiligten etwas vorlegen können, um zu sagen, das ist es jetzt der Weg, den wir gemeinsam mit euch gehen wollen. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Tobias Weutendorf, rät, schnell zu handeln. Ja, man muss machen, ne? Okay, was muss man machen? Ich glaube, wir reden in Deutschland viel, wir haben viel bürokratische Hürden aufgebaut, wir stellen uns selbst Beine, wo man sich eigentlich keine Beine stellen muss. Ich glaube, wir müssen die Dinge einfacher sehen, wir müssen pragmatisch zusammenwirken, nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern sagen, was kann jeder Einzelne tun und am Ende 1.000 Sachen machen, die zum Erfolg führen. In den letzten 3 Jahren haben die Unternehmen der Tourismusbranche sich permanent auf neue Rahmenbedingungen einstellen müssen und dabei Resilienz bewiesen. Dennoch braucht der Sektor dringend Unterstützung seitens der Politik, um zukunftsfähige Konzepte zu initiieren.